Anabolic Mass, alleine der Name ist schon ein Versprechen. Ob der deine Massephase aufs nächste Level bringt, das klären wir doch in diesem Video. Herzlich willkommen auf dem Muskelmacher-Shop YouTube-Kanal. Wir sagen ja mal hier unsere klare Meinung. Wir sagen auch, was vielleicht hier nicht so gut dran ist. Und deswegen fangen wir erstmal an mit diesem Namen, der natürlich alleine schon Erwartungen weckt. Anabolic Mass und Kevin Levrone natürlich auch ganz klar einer der massivsten Bodybuilder der Welt. Eine lebende Bodybuilding-Legende. Viele der Produkte habe ich sehr gut bewertet. Das hat damit zu tun, dass die eben zum einen günstig sind, zum anderen wirklich eine durchdachte Formulierung haben. Im Bereich der Booster auch sehr wirkungsvoll sind, im Bereich der Proteinpulver wirklich basisorientiert, kein Schnickschnack, kein Gedöns, nichts drumherum. Und hier haben wir den Weight Gainer und jetzt schauen wir uns einfach mal gemeinsam an, wie der so aufgebaut ist. Fangen wir einfach mal so an. Was ist eigentlich ein Weight Gainer? Welche Bewandtnis hat das Ganze? Für wen ist es geeignet? Also grundsätzlich ist ein Weight Gainer Nahrungsergänzungsmittel, ein Supplement für die Sportler, bei denen die Gewichtszunahme nicht in dem Maße erfolgreich verläuft, wie sie sich das selber vielleicht gerne vorstellen. Man spricht immer wieder gerne von den Hard Gainern mit einem ach so schnellen Stoffwechsel, also diejenigen, die einfach beim Zunehmen wahnsinnig Probleme haben. Und hier ist natürlich immer wieder der heilige Gral, die Energiebilanz. Das heißt, du brauchst zwangsläufig eine positive Energiebilanz, mehr Energie durch die Nahrung aufnehmen, als dass du sie verbrennst. Das heißt, in dem Sinne ist es wichtig, viel zu essen. Und wenn das nicht mehr möglich ist, kommt ein sogenannter Weight Gainer ins Spiel. Grundsätzlich ist ein Weight Gainer also keine schlechte Sache. Jetzt schauen wir uns einfach mal gemeinsam an, wie das ganze Produkt aufgebaut ist. Und dir fällt natürlich schon auf, als erstes ist es Maltodextrin enthalten, also eine primäre Kohlenhydratquelle. An zweiter Stelle verschiedene Molkeproteinfraktionen. Und das bildet dann auch schon die Basis aus Kohlenhydraten als eben auch aus Eiweiß. Wir haben hier 30% Proteingehalt. Das ist für einen Weight Gainer schon relativ viel. Eiweiß natürlich ganz klar Baustein deiner Muskeln. Ohne Eiweiß kein Muskelaufbau. Also für den Muskelaufbau ist die Eiweißzufuhr absolut elementar. Und mit 30% hochwertigem Protein, eben aus Whey-Protein-Fraktion, aus meiner Sicht absolut sinnvoll. Hier muss man natürlich auch klar dazu sagen, es gibt durchaus billigere Proteinquellen. Hier sind die guten enthalten, aber eben dafür steht auch die Marke. Das heißt, wenn Kevin Levrone einen Weight Gainer entwickelt, dann erwarte ich eben auch, dass hochwertige Proteinquellen enthalten sind. Und genau so ist es hier der Fall. 30% Eiweiß, 60% Kohlenhydrate, weitere 10% beispielsweise Kreatin oder eben Fenugreek, also bestimmte Inhaltsstoffe pflanzlicher Natur, denen diverse Dinge nachgesagt werden, die dem Bodybuilder zugutekommen sollen. Sowas wie Fenugreek, also Bloxon-Klee-Extrakt, ist natürlich gerade, wenn man so manchen wissenschaftlichen Ergüssen oder Studien oder was auch immer da im Hintergrund sind, traut, dann natürlich eine Sache, die unter Bodybuildern durchaus Nutzen haben kann, aber erstmal ganz ruhig Blut, also da geht jetzt nicht dein Testosteronspiegel von 0 auf 100 durch die Decke, genauso wie HM-Beta, Calcium-HM-Beta, was hier enthalten ist. Gibt es natürlich auch viele sehr interessante Studien, aber auch erstmal da ruhig Blut. Also da gibt es auch diverse Erwartungshaltungen, die sind dann mit der Realität nicht ganz in Einklang zu bringen. Kommen wir mal ganz klar zu dem, was ich hier kritisieren muss. 750 Milligramm Kreatinmonohydrat pro 100 Gramm Pulver. Aus meiner Sicht einfach viel zu wenig. Rein wissenschaftlich sind es mindestens 3 Gramm, die man braucht. Aus meiner Sicht eher 5 Gramm, die man einnehmen sollte. Von dem her sind hier 750 Milligramm für mich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Warum es hier enthalten ist, kann ich mir keinen Reim drauf machen. Auch Kreatin als billiges Streckmittel kommt absolut nicht in Frage. Kreatin ist sehr teuer geworden. Also grundsätzlich ist für mich die Frage, warum hier 750 Milligramm Kreatin enthalten sind. Es ist ja nicht falsch, aber es macht aus meiner Sicht einfach keinen Sinn. So, nochmal ein ganz kurzer Abriss zum Geschmack. Also der Geschmack liegt natürlich immer in den Augen des Betrachters bzw. auf dessen Zunge. Und ich muss sagen, also neben klassischen Geschmacksrichtungen gibt es hier auch noch ausgefallenere Geschmacksrichtungen, die zum Beispiel an bekannte Schokoriegel erinnern. Ansonsten auch noch der Geschmack Kaffee Frappé hat mich wirklich überzeugt, muss ich sagen. Ich bin ja kein Kaffee-Liebhaber als solcher, der jetzt irgendwie Cappuccinos den ganzen Tag trinkt, aber das schmeckt wirklich lecker mit kaltem Wasser, vielleicht noch 1-2 Eiswürfel dazu, also absolut positiv überrascht. Ansonsten gibt es natürlich eine große Geschmacksauswahl, aber alleine beim Kaffee Frappé Geschmack, auch mit echtem Instant Kaffee, muss ich sagen, sind meine Erwartungen deutlich übertroffen. Zur Löslichkeit kann ich sagen, völlig einfach, rückstandslos, unproblematisch, eigentlich gar nicht der Rede wert. Selbst mit einem miserablen Shaker kriegst du eine ganz passable Löslichkeit hin, muss ich also sagen, also von dem Gesichtspunkt einfach zuzubereiten, ohne Beanstandung. Für wen ist das Ganze jetzt geeignet?
ganz klar, dein Ziel muss natürlich der Masseaufbau sein, dein Engpass, die Ernährung, also dass du nicht noch mehr essen kannst und durch Flüssigkalorien deine Energiebilanz ergänzen möchtest. Für dich ist es damit ideal, weil du einfach die Möglichkeit hast, sehr günstig, einfach und hochwertig deine Energie zu ergänzen. Man muss natürlich ganz klar sagen, für wen ist es auch nicht geeignet, nämlich für alle Veganer aufgrund der tierischen Herkunft des Proteins, also Molkeprotein entstammt der Milch, damit für die Veganer nicht geeignet, als eben auch für die laktoseintoleranten Sportler nicht unbedingt empfehlenswert, weil Molkeproteinkonzentrat enthält geringe Mengen an Milchzucker an Laktose, damit für die laktoseintoleranten Sportler leider nicht die erste Wahl. So, Sportfreunde, das war's von mir zum Anabolic Mass. Bestellt ihn euch im Muskelmachershop.de, lest euch die Artikelbeschreibung durch im Muskelmachershop. Da habt ihr sicherlich noch einige Informationen, die euch weiterhelfen, als eben auch alle Geschmacksrichtungen, die aktuell verfügbar sind, am Start. Der Link ist direkt unter diesem Video eingebettet. Wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Review. Viele Grüße, dein Simon.